So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ascension. Immer noch in der Laterne von Delos. Immer noch dabei herauszufinden, was wir jetzt machen müssen. Im letzten Teil war ich ein bisschen ratlos. Das probieren wir jetzt nochmal neu. Und wir haben auf jeden Fall schon mal die Tür da hinten geschlossen. Dann hat sich der Käfig runtergefahren. Und jetzt können wir hier das Tolle damit machen. Was es wirklich bringt, weiß ich jetzt noch nicht. Ich stelle jetzt einfach mal unseren Kollegen da ab. Und öffne die Tür von Hand. Und gehe da einfach mal durch. Sinn. Stimmt. Die Augen der Wahl erscheinen ja dann nicht wieder durch das Portal von selbst. Ah. Ja, mit ein bisschen Nachdenken wäre man vielleicht auch selbst drauf gekommen. Aber da Nachdenken nicht so meine Stärke ist. Ihr wisst's ja. Egal, aber wir sind weitergekommen. Das ist doch schon mal schön. Können wir irgendwas mit der Tür machen? Ja, man kann die öffnen, aber man kann auch hier irgendwas machen. Zumindest lag hier was. Da, seht ihr? Ah, okay, das war nur so ein Götter-Talisman-Dings, das ich auch schon habe. Na gut, dann öffnen wir mal die Tür. Oder das Fenster, was auch immer das sein soll. Und für die Tür ist es sehr unpraktisch. Als ich erfuhr, dass meine Mütter kommen, wollte ich dich warnen. Ja, mit dir haben wir Besonderes vor, mein Sohn. All diese Mühlen und du versagst doch. Schwestern, brechen wir ihn in den Gemäuern der Hekatonscheiren. Kratos war nun besiegt. Und diesmal würde kein Olympier ihm zur Hilfe kommen. Zufrieden kehrten die Schwestern mit ihrem Preis nach Hause zurück. In den Mauern ihres Gefängnisses würden sie in die Seele des gebrochenen Kriegers eindringen und Kratos wieder auf seinen Platz führen. Als Diener von Ares. Das ist so lange her. Niemals. Niemals wieder. Tja, und so sind wir offensichtlich im Gefängnis gelandet. Jetzt wissen wir das auch und jetzt hat uns die Zeit quasi eingeholt. Das heißt, es gibt jetzt keine Flashbacks mehr. Den Rest des Spiels werden wir jetzt in der Gegenwart verbringen. Genau hier.
wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, wo wir von diesem komischen Vogelfieh der einen Furie unseren unseren Eidstein wieder geholt haben, mit dem wir das toll hier machen können. Oh, hier sind noch Kisten. Eigentlich brauche ich die ja nicht mehr, weil ich eh nichts mehr aufwerten kann. Aber Kisten lässt man nicht einfach so stehen. Ich meine, das versteht sich, glaube ich, von selbst, oder? Na, vielleicht schaffe ich das jetzt noch in der Zeit. Jupp. Sehr gut. Okay, Kumpel, kannst loslassen. Danke. Perfekt. Ach, na, hallo. Ja, und diese Konstellation mit diesen Flashbacks und hin und her und so weiter, das finde ich eigentlich nicht schlecht. Man muss halt nur aufpassen, genau aufpassen, damit man den Überblick dann nicht verliert. Und dann denkt, hä, wieso bin ich jetzt wieder hier? Aber ich glaube, so schwer ist das nicht hier in dem Spiel. Ist jetzt nicht so wie bei Lost, wo man ab der fünften Staffel komplett den Überblick verliert, wenn man nicht genau aufpasst, aber naja. Katsching. So. Die hätten wir auch. Ah, und dann können wir das Ouroboros-Amulett auch endlich mal hier einsetzen. Ach ne, das haben wir ja schon. Genau, wir haben ja schon den Hekatonchi-Iren zum Stück wiederhergestellt. Genau wie jetzt. Denn jetzt kennen wir nur noch ein Ziel, und zwar die Furien. Würde ich mal so vorschlagen. Ich bin viel zu lange fort gewesen. Du kannst sie morgen früh sehen. Komm. Zeit wirst du vergessen. Alles, was du verloren hast, wirst du wiederfinden. Wenn es dies ist, was du brauchst für die Treue zu Ares, dann sollst du es auch haben. Es ist nicht real! Ich kann für dich real sein. Das Schwerste ist vorbei, Spatter. Du brachtest das ultimative Opfer. Gib dich uns einfach vollkommen hin und führe ein Leben in glückseliger Illusion. Niemals. Dann ist der Tod deine Wirklichkeit! Du hast eine schlechte Wahl getroffen, Spartaner. Das glaube ich eher weniger. Ich glaube, die Wahl, die wir getroffen haben, war die beste seit jeher. Weil was bringt es, mit einer nicht vorhandenen, echten, unechten Frau zusammenzuleben?
Gut, nach der Zeit würde er vergessen, dass das eine Illusion der Furien ist, wie sie gerade gesagt hat. Aber damit würde ich auch nicht leben wollen. Solange ich noch weiß oder wüsste, was echt ist und was nicht, würde ich immer bei dem Echten bleiben. Und deswegen wird es Zeit, dass die Herrschaft der Furien endet. Los, Satan wird uns nicht besiegen, Schwester! Was sagt ihr? Wir dürfen wieder ganz langsam und episch auf sie zugehen. Du widersetzt dich? Du bist nur ein Sterblicher. Tja, wir können ja mal zeigen, was der Sterbliche kann. Oh, eine schwere Barriere. Wen interessiert's? Du hättest unser Angebot annehmen sollen, Kratos. Jetzt wirst du für diesen Fehler büßen. Ich bin die Königin der Furien. Lass mich raten, die Krake habt ihr schon wieder fast komplett vergessen, was? Ja, die Furie, die Königin der Furie ist gleichzeitig auch dieses komische Krakenvieh. Deswegen spuckt sie auch immer mit Tinte. Also, sie bekommt einen Schleim, das Kraken absondern. Ne, ich muss eigentlich Tintenfische haben. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und ja, jetzt sieht so aus, als wären sie ziemlich angepisst. Stimmt, Megaira ist ja schon tot. Wir haben nur noch die zwei. Das heißt, ja, hauen wir mal drauf los, ne? Lass uns das nicht länger gefallen, hier von den Furien so behandelt zu werden. Sollte sich keiner gefallen lassen. So, wir setzen dem Ganzen hoffentlich mal ein Ende. Ich kann es euch nicht versprechen, aber ich tue mein Bestes. Du verursachst das selbst, Sparta! Okay, wir sollten hoffen, dass das nicht mit unserem Boot passiert. Deswegen hauen wir mal ein bisschen auf die Arme ein, damit die dumme Tussi loslässt. Ach, komm her, ist doch kein Problem hier. Achso, ah, okay. Ja, wenn wir so vollgeschleimt werden, müssen wir unseren zweiten Kratos holen. Damit wir dem entkommen können, so wie er es auch schon in der Zwischensequenz gemacht hat. So. Tut doch weh. Okay, aber wir haben ja schon mal ordentlich zugesetzt, was schon mal nicht schlecht ist, aber wir kommen nicht dazu, die Augen einzusetzen. Und wisst ihr, was so schlecht ist? Ich muss gleich wieder einen Cut machen, den Zeit rennt wieder davon. Und das ist echt doof in so einem Kampf, aber es geht leider nicht anders. Ich müsste ja so oder so cutten, selbst wenn ich jetzt weiter aufnehmen würde. Aber das macht es für mich ein bisschen einfacher, wenn ich jetzt einen Cut mache. Ja, ich glaube, den mache ich jetzt auch. Solange wir hier immer noch das Gleiche machen müssen. Dann mache ich jetzt hier einen Cut. Tut mir leid, dass es jetzt gerade in dem epischen Kampf hier passiert. Aber im nächsten Teil machen wir dann weiter und dann versuchen wir zu verhindern, dass das Schiff hier untergeht, obwohl es ja gerade nicht auf dem Wasser segelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ja, bis zum nächsten Part. Bis dann!